Ja, wer war dieser Horst H. Baumann? 1934 in Aachen geboren. Für mich einer der ganz großen Fotografen der 50er, 60er Jahre. In späterer Zeit bekannt als Laserkünstler. Er hat ja an der Documenta 1977 mitgewirkt. Sein fotografisches Werk ist weitgehend in Vergessenheit geraten, aber er war um 1960 tatsächlich ein Shootingstar der deutschen Fotoszene. Wir haben jetzt dieses Werk, diesen Nachlass bearbeitet und in eine große Ausstellung übersetzt, die, wie ich meine, die wesentlichen Aspekte dieses fotografischen Oeuvres ausbreitet, sowohl seine frühe Schwarz-Weiß- wie seine spätere Farbfotografie. Es ist also eine im Grunde umfassende Würdigung seiner fotografischen Tätigkeit. Baumann hat in den 50er, 60er Jahren viel publiziert, wichtige Zeitschriften, Twen, Magnum, Du, Kamera, Stern, Kristall. Aber er hat immer sich regelmäßig neu erfunden. Er hat Multivision gemacht, er hat sich mit neuen Technologien beschäftigt, am Ende eben mit Laserkunst. Er war ausgesprochen neugierig und technikaffin. Das hat ihn geleitet und deshalb war für ihn irgendwann die Fotografie eben als Ausdrucksform kein Thema mehr. Er ist 2019 verstorben. Wir hatten gemeinsam noch eine Ausstellung geplant. Das hat dann eben leider nicht mehr geklappt. Aber ich freue mich sehr, dass jetzt eben C4, dass die Reichs-Engelhorn-Museen die Ausstellung realisiert haben mit großem Aufwand. Also es ist eine auch von ihrer Architektur, von ihrer Inszenierung schon recht ungewöhnliche Ausstellung. Das Besondere der Ausstellung ist, dass wir auf ganz unterschiedliche Materialien zurückgreifen können. Wir haben bei Negativen sowohl Schwarz-Weiß-Negative als auch natürlich die Farbnegative von Baumann. Wir haben die schöne Gelegenheit, dass wir Kontaktabzüge zeigen können, was man in Ausstellungen eher selten sieht, wo wir auch Aufzeichnungen von Baumann finden, Markierungen, die wir präsentieren in der Ausstellung. Und wenn man genau schaut, und kann man viel entdecken, was die Art, wie er gearbeitet hat, zeigt. Es gibt verschiedene Motive, die sowohl als Print vorliegen, von ihm noch in der Dunkelkammer selber abgezogen, als auch in dem Kontaktabzug zu finden sind. Die haben wir dann eben als Wallpaper an die Wand gebracht, um auch eben eine Serie zu zeigen und die Arbeitsweise dadurch sehr deutlich wird.